Herzlich willkommen zurück zu Pokémon Diamant und Pearl im letzten Part. Sind wir hier stehen geblieben. Und in der Zwischenzeit habe ich mal ein paar Wettbewerbe gemacht. Luxio hat was gefunden, eine Wikibeere, alles klar. Schön. Und hier haben wir ein Fläschchen Calcium, alles klar. Okay, es geht weiter. Hast du nochmal was gefunden? Nee. Und wir kämpfen gegen den Dude hier. Was sich wohl an der Spitze des Turms der Runen befindet? Diese Frage beschäftigt mich sehr, aber mir ist es dort zu unheimlich. Okay. Cool. Oh! Pantimimi erscheint. Oh, Staravia hat Bedrohe? Lol. Okay, krass. Das war mir nicht bewusst. Wir setzen ruckzucki ein und hoffen, dass Pantimimi überlebt. Macht's in dem Fall ganz knapp. Und wir werden jetzt einen Heilball drauf werfen. Komm schon. Perfekt. Ich finde, der Ball passt perfekt zu Pantimimi. Ich finde, die Heilbälle sehen auch extrem cool aus. Pokédex-Eintrag wurde angelegt. Es ahmt die Bewegung seiner Gegner nach. Angeblich können diese anschließend den Blick nicht mehr von ihm abwenden. Eigentlich schlecht. Pantimimi ist jetzt auch nicht so toll, aber... Nettes Gen 4 Pokémon. So. Hi, wo kommst du denn her? Und welche Pokémon hast du bei dir? Zu krasse. Grüß, grüß. Cowgirl Alina. Setz Bidiza ein. Aber wir sind hardcore überlevelt, deswegen sollte hier eigentlich nichts problematisch sein. Ich war auch noch mal ein bisschen im Untergrund. Hab dort noch ein bisschen Zeug gemacht, ein bisschen Zeug gefarmt. Und, Alter, die Pokémon sind Level 14. Was ist das? Wir sind doppelt so hoch gelevelt. Ja, komm, wechseln wir. Machen wir das Ganze mit Luxio, dann kriegen wir doppelt so viel Geld. Und da das eh nur Bidiza sind, sollte es richtig locker sein. Zack. Als ob es echt nur Bidiza sind. What the fuck? Das ist too much. Nintendo, what the hell? Warum hält das Pokémon jetzt in Biss aus? Krass. Und nochmal ein Bidiza, wunderbar. Come on. Keine Herausforderung. Zurückgeschreckt. Jo, Tackle. Und that's it. Nochmal ein Bidiza. Ja, jetzt reicht's doch auch mal, oder? Ich habe schon eine Ahnung, wie ich das Thumbnail gestalte. Einfach so ein schwarz-weißes Bidiza. Und den Part nenne ich Bidiza-Flashbacks, weil was ist das? Level up für Bronzle. Wunderbar. Ja, ja. So schicke Leute wie du haben natürlich auch schicke Pokémon bei sich. Okay. Ich habe eine ranzige Trainerkleidung an. Aber hey, wenn du sagst, ich bin schick, dann bin ich wohl schick. So, kämpfen wir noch gegen die zwei. Wie? Du willst mit mir kämpfen? Gerne, wenn ich mit Ivan ein Team bilden darf.
Stör mich nicht, wenn ich Zeit mit Dea verbringe. Oh Gott. Junges Glück, Dea und Eva. Wunderbar. Okay. Sollte easy gehen. Zwei Kampf-Pokémon. Da sind wir richtig krass im Vorteil. Macholo ist ein One-Hit. Und das gleiche wird bei Medici der Fall sein. Oder Mediti. Aeroass. Wild. Wild. Dann geht Wirbelwind raus. So, Funkensprung. Sollte auch reichen. Perfekt. Es tut mir leid, Ivan. Ich habe nur Augen für Dea. Vielleicht haben wir deshalb verloren. Ja, vielleicht hat Dea aber nicht nur Augen für dich. Lül. Ich meine, ich habe dich gerade so zerstört. So. Der Typ redet nur mit uns. Hier im Turm der Runden haben die Seelen dahingeschiedener Pokémon ihre letzte Ruhestätte gefunden. Ja. Schön. Ich weiß gar nicht mehr, ob der Story relevant war, der Turm. TM 47 Stahlflügel. Sehr coole TM. Können wir je nach Bedarf Staravia beibringen. Können wir auch Bronzel hinter uns her schweben lassen? Tatsächlich. Einfach so ein Teller, das uns hinterher fliegt. Wunderbar. Ich würde aber gern Knospi als Begleiter wählen. Gebe ich ganz ehrlich zu. Oh, die Musik. Okay, hier gibt's ganz besondere Pokémon. Nicht ihr. Die wir, wenn wir nicht in die Villa gehen, als zum ersten Mal sehen. Oh Gott, ich brauche Pokebälle. Fällt mir gerade auf. Ich habe gar keine Pokebälle mehr. Ah! Wir können da hinten langlaufen, aber wir können auch den hier machen. Kreisch, ein Gespenst, weg mit dir. Los, helf mir meine Pokémon. Knirps Oscar. Alles klar. Skookaboo. Haben wir auch noch nicht gesehen, oder? Ich glaube, die Weiterentwicklung haben wir schon gesehen. Skuntank. Nee. Haben wir auch noch nicht gesehen. Wir haben die hässliche Katze gesehen. Skuntank auch ein super cooles Pokémon, vor allem mit Finalschlag und so. Schalellos. Dann wechseln wir mal. Warte mal, Schalellos ist Bodenwasser. Da können wir mit Staravia richtig viel reißen. Skuntank ist echt gut. Vielleicht nehmen wir es in unser Team. Ja, warum nicht? Wir gucken mal. Ich glaube, mit Aeroass können wir hier richtig viel reißen. Zierbeise, ja, genau. Ah, schon geiles Pokémon. Leider unglaublich schwach. Moment, du bist ja gar kein Gespenst. Ja. Jetzt hast du keine Pokémon mehr und bist in dem Gespensterturm. Nanu, Knospi entwickelt sich. Finally. Glückwunsch, dein Knospi hat sich zu einem Roselia entwickelt.
Roselia, die mit klarem Wasser aufgezogen wurden, sind für ihre Blüten bekannt, die in leuchtenden Farben erstrahlen. Versuch Giftstachel zu lernen. Ja, klar. Wie viel Schaden macht der Scheiß? 15. Ziel wird eventuell vergiftet. Ich würde mal sagen, tschüss zu Wachstum. Roselia kann jetzt Giftstachel. Roselia ist so ein gemütliches Pokémon. Du findest einen ovalen Stein. Der ovale Stein dient, by the way, zur Entwicklung von Voneira. Da müsst ihr einfach das Pokémon mit dem ovalen Stein trainieren und es muss gut zu euch sein. Also es muss eine tolle Freundschaft haben, irgendwie einen Wert von 200. Ich habe eins mit der Pokémon verloren und daran ist nur das verflixte Team Galactic schuld. Das werde ich ihnen nie verzeihen. Okay, und warum kämpfst du jetzt gegen mich? Ach so, du bist arbeitslos und die Regierung ist schuld. Okay. Ich finde den Gyarados auch näher hinten cool. Pi. Okay, das hätte ich dem Typen echt nicht zugetraut. Er sah echt brutaler aus. Warum hat er nur ein Pi als Pokémon? Luxio wartet auf Anweisungen. Wunderbar. Und ich bekomme Geld. Warte mal, Luxio ist ja unser erstes Pokémon, deswegen kriegen wir so viel Geld. Das ist gut, wir brauchen nämlich sehr viel Geld. Wir brauchen ungefähr 999.000 Poké-Dollar. Ich kann dir nicht erklären, warum, aber wenn ich hier bin, dann will ich einfach kämpfen. Bruder, was ist los mit dir? Nimmst sogar dein Kind mit in Ruheturm, okay. Was ist mit seinen Augen los? What the hell? Die sind einfach nur schwarz. Aber hier sind ziemlich viele Baby-Pokémon. Ich frage mich warum. So. Pichu ist besiegt. Hat 6 Pikachu dran. Ist ein bisschen stärker. Ruckzuckieb. Macht aber auch nicht irgendwas schwieriger. Und jetzt kommt nochmal ein Pichu. Auf Level 15. Also, der Kampf wäre jetzt auch. Keine Ahnung, den brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Wichtig sind die Kämpfe mit Burmi und Moterbe, habe ich mitbekommen. Und Mantirps zu finden ist auch wichtig. Und Mantax. Einfach so als Info, wenn ihr den Pokédex voll bekommen wollt. Andererseits könnt ihr leider tatsächlich nicht zur Afterstory gelangen. So. Ich muss meinen Kummer abschütteln. Bitte kämpfe gegen mich. Oh. Die sieht nett aus. Ja, wie so eine Oma. Vanessa. Pokéfan Vanessa. Alles klar. Mobile. Da können wir jetzt schon mehr Probleme haben durch den Bodentyp. Aber wir haben ja nicht nur Bodenattacken beigebracht. Ich glaube, ich bringe Luxio oder wenn sich's dann weiterentwickelt, irgendwie eine Stahlattacke bei. Eisenschweif oder so. Wir können mal gucken. Vielleicht geht es aber auch nicht. Und es wird ein reines Elektro-Pokémon, aber dann haben wir richtig Probleme. Gegen. Ah, ist es Gesteins-Pokémon? Gegen den Bodentyp. Wunderschön. Und damit kann sich Mobile verabschieden. Gibt's in der. Also gibt's den Diamant leider nicht. Dafür braucht man Pearl für Mobile. Dafür haben wir Pantimimi. Wenn man Pokémon dabei hat, sollte man auch kämpfen, finde ich, egal wie und wann. Mein Pokémon ist in blendender Form. Ich zeige dir mal, was ich beine. Ich finde die Bergsteigermusik so lustig. Farmer und seine Tochter. Ist es ein Familiengeschäft? Bamelin und Ponita. Es gibt ordentlich Erfahrungspunkte und ich hoffe auch ordentlich Asche. Luxio wartet auf Anweisung. Yo, die Anweisung
bekommt er genauso wie Staravia. Gibt ordentlich Erfahrungspunkte. Ponyta ist immer gut zum EP-Farmen, vor allem jetzt so früh im Spiel. Wir haben es mittlerweile eigentlich nicht mehr so nötig. Und für Bamelin reicht ein Donnerschock. Also, ich gebe es ganz ehrlich zu, die vierte Arena könnten wir jetzt schon machen. Oh, sieh mal einen Hahn, du bist ja doch in Topform. Du hast jede Menge Energie in dir. TM 27 Fußtritt, wunderbar. So, ihr zwei Trottel noch. Ich darf mich hier jetzt nicht blamieren, erst recht nicht von meiner Freundin. Ich will mich schon gar nicht blamieren, schon gar nicht, wenn Ben dabei ist. Okay. Cool. Habe ich euch nicht unten schon besiegt? Oh, ihr seht alle gleich an, ihr nervt mich. Wenn sie so eine treue Freundin ist, warum trägt sie dann Bauch frei? So, hier sehen wir auch ein Pokémon aus Pearl, nämlich Traumagil. Das andere Pokémon ist Kramux. Kramux kann man hier in dem Turm nachts fangen oder tagsüber im Untergrund. Mit ein bisschen Glück spawnt es halt irgendwo. Früher waren die echt schwerer zu fangen. Traumagil ist ein sehr, sehr cooles Pokémon. Vor allem die Weiterentwicklung. Traumfugil ist ein cooles Pokémon. Vor allem die Weiterentwicklung Traumagil. Ist ein persönlicher Favorite von mir. Ist echt geil, das Viech. Hat aber meiner Meinung nach zu viele Schwächen. Weil es nur vom Typ Geist abhängig ist. Und ein Biss reicht da eigentlich. Um das Vieh zu besiegen. Also, keine Ahnung, für die Pokémon-Liga nicht gebräuchlich. Meiner Meinung nach. Ich fühle mich so leer, einfach nur so leer. Och nein, das zieht mich jetzt runter. 10.640 Poké-Dollar, ja lecko mio. Junge, durch dieses Münzamulett verdient man ja so viel. Lass mich deine Abreise von hier etwas weniger düster gestalten. Nimm dies, Schutzband. Gibst du dieses Schutzband dem Pokémon, das an der Spitze deines Teams steht, greifen wilde Pokémon seltener an und ihr könnt ungestörter reisen. Macht Sinn in Höhlen? Im Turm der Runen haben die Seelen dahingeschiedener Pokémon ihre Frieden gefunden. Sowohl jene, die sich eines langen Lebens erfreuen durften, als auch jene, deren Zeit kürzer bemessen war. Die Seelen aller von uns gegangenen Pokémon finden hier Trost und Ruhe. Vielen Dank, dass du hier warst. Da, nimm doch diese TMs. TM 96. Setzt du Stärke über die App VM-Attacken ein, kannst du große Felsen bewegen, die dir den Weg versperren. Um die VM-Attacke Stärke über den Pokéball einsetzen zu können, musst du eine Arena aufsuchen. Leider weiß ich nicht mehr, welche das war. Ich glaube, es war Arena 4. In Weideburg. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Ich habe gerade auch noch überlegt, aber jetzt kriegen wir bald TM Fliegen mit Arena 3. Und... Ne, Arena 4 war Auflockern. Wo kriegen wir denn TM Stärke her? Orden 5? Orden 5 in dem Fall. Stimmt. So... Finden wir heute auch noch einen Nebulak, oder? Genau. Ich war am überlegen, ob ich Gengar ins Team nehmen soll. Andererseits, nee, hatten wir ja auch schon. Wir setzen mal Donnerschock ein, wenn es überlebt, werden wir es auf jeden Fall fangen. Sieht gut aus. Nebulak habe ich noch keins. Und ich finde, der Netzball passt perfekt dazu. Sieht irgendwie aus wie so ein Käfig. Wunderbar.
Level Up für Staravia. Perfektomat. Für Nebulak wurde ein Eintrag im Pokédex eingelegt. Sein Körper besteht zu 95% aus Gasen. Bei starkem Wind wird es fortgeweht. Okay. Nee, das kommt nicht in mein Team. Wäre cool nachher vor allem fürs Gengar. Aber da muss ich wieder unnötig rum hin und her traden. Offscreen natürlich. Und da habe ich weniger Lust drauf, gebe ich ganz ehrlich zu. So. Da hätten wir jetzt gleich nochmal den Grün. Ich wäre Fan von einem Machomai irgendwie. Ich weiß nicht warum. Aber ein Machomai wäre halt echt cool. Hatten wir noch nie im Team. Oder ich persönlich noch nie im Team. Aber wir haben später noch genug Chancen, Machomai in unser Team mit aufzunehmen. Gut, Trostu, hier gibt es einen erstaunlich geilen Glitch, der es uns ermöglicht, Meisterbälle zu vervielfachen. Aber das wird wahrscheinlich eher ein Short. Reden wir erstmal mit den Leuten hier. Wenn ich groß bin, möchte ich mal im Pokémon-Hort arbeiten. Oh, es hat sich nicht verändert. Deine Begegnungen mit Pokémon sind praktisch deine Geschichte. Es gibt da übrigens auch eine App für die Pokédex namens Pokémon History. Damit erhältst du Informationen zu den Pokémon-Fängen. Oh, er hat mir eine App gegeben. Mit der Pokémon History kannst du einsehen, welche Pokémon du zuletzt erhalten hast. Finde ich absolut unnötig, aber ich meine, warum nicht? Ach, die frische Luft hier tut richtig gut. Auch die Pokémon scheinen sie zu genießen. Genau, hier haben wir so ein Newsletter. Mit dem Typ hier. Die Zeitung von Sinnoh hat zwar keine riesige Auflage dafür, aber umso mehr Fans. Und sie geht genau hier in Druck. Pokéball Wochenschau lautet der Titel dieser Artikelreihe, in der unterschiedlichen Arten von Pokébällen vorgestellt werden. Welchen Artikel möchtest du lesen? Genau, die Pokébälle kann man hier bekommen. Unter anderem sehr praktisch, früh Flottbälle zu bekommen. Huch, grüß dich. Du hast sicher die Stellenausschreibung draußen gesehen, nicht wahr? Aber ist ja nicht weiter wichtig. Sag mal, ist das da etwa dein Pokédex? Dann kennst du ja Professor Eibel. Das trifft sich gut, denn genau so einen Pokémon-Experten wie dich suchen wir. Bring mir bitte einen Nebulak vorbei. Und zwar noch heute. Wenn wir die Frist nicht einhalten, wird der Sonderbericht nicht rechtzeitig fertig. Also erledige Aufgabe bitte noch im Verlauf des heutigen Tages. Gut, ja, dann können wir die Mission gerade machen. Hier ist natürlich auch Bären und so. Gehen wir kurz hier rein. Ist halt eher so eine Farmer-Gegend hier in Trostu. Ich weiß sie zu schätzen. An irgendeinem Artikel stand mal, dass Pokémon unterschiedlich schnell heranwachsen. Ja, und die entwickeln sich auch unterschiedlich schnell. Gut, so sieht aktuell unsere Box aus, by the way. Eben, ich habe ziemlich viele Offscreen gefangen. Unter anderem auch Klibunkel. Was ultra schwer zu bekommen ist, also im normalen Spiel. Nämlich über den Safari-Park, ähnlich wie Pionsgora. Klibunkel wäre noch eine Option, dass wir das ins Team machen. Ich wäre tatsächlich immer mehr ein Fan davon, aber eben... Wir fangen nochmal eins in Weideburg und das kommt dann in unser Team. Ich finde es ein bisschen gecheatet, wenn wir Pokémon über den Untergrund fangen, weil man auch Pokémon fängt, die man erst ab dem nationalen Pokédex bekommt. Wie sieht's aus? Hast du Pokémon dabei, das wir brauchen? Ah, wenn das kein Nebulak ist. Hervorragend, wirklich sensationell. Lass mich genauer betrachten. Ja, verstehe, einfach genial. Sagenhaft. Geil! Ich danke dir. Jetzt kann ich einen erstklassigen Artikel schreiben. Hier, das ist dein Lohn für die geleistete Arbeit. Ist nicht viel, aber es kommt von Herzen. Du erhältst wieder Bälle. Du hast es echt eine große Hilfe. Ich hoffe, wir können das nächste Mal auch wieder auf dich zählen. Jo, glaube ich auch. Je nachdem, ob ich das Pokémon habe. Wenn nicht, muss ich halt, irgendwas Alternatives suchen. So. Wenn du den Schutz vom Ende machst, schwache Pokémon ein großes Bogen um dich. Das ist hilfreich. Ich will mich ja gerne an der Kapseldeko versuchen, doch leider kann ich hier keine Sticker kaufen. Ja, schade. Hier ist nichts Spezielles. Wirklich gar nichts. Jeden Sonntag besuche ich den Turm der Ruhenden. Okay. Hallo, Reisender Trainer.
Nach einer Arena suchst du in dieser Stadt leider vergebens. Probier es doch stattdessen mal in Schleiede oder Weideburg. Ich sag immer Schlei dazu, aber es heißt Schleiede. Ich bin der Leiter des Pokémon-Horts und gebe als solcher gut Acht auf die wertvollen Pokémon und der Träne. Sprich mit meiner Frau, falls du Pokémon in Obhut geben möchtest. Ja, wo kann man da drin machen? Früher war hier nur eine Straße, sonst weit und breit nichts. Dann zogen Pokémon und Menschen her. Und mit der Zeit entstand dieser Ort. Cool, oder? Hin und wieder wird im Pokémon-Hort ein Ei gefunden. Allerdings weiß niemand, wie diese Eier dorthin gelangen. Ob sie wohl jemand dort versteckt? Ja, genau. Die Pokémon machen nichts. Bisher soll niemand gesehen haben, wie Pokémon Eier legen. Es ist also nicht bewiesen, dass die Eier überhaupt von Pokémon stammen. Lol. Pokémon-Supermärkte. Hier wird man stets mit einem Lächeln begrüßt. Da lief gerade eine Galaktik-Werbung. Die wollte ich eigentlich lesen. Mann. Das coole an Drosto ist auch hier hinten. Wenn man hier richtig springt, kriegt man sehr, sehr viel Stuff. Unter anderem kommt man so an die Häuser. Und an andere Gebiete. Das kann ich euch aber jetzt gleich noch zeigen. Das Wesen eines Pokémons ist also solo, stimmt's? Wusstest du, dass das Wesen eines Pokémons heranwächst, je nachdem, was sein Wesen ist? Okay, das habe ich verkackt. Diese Gegend war seit Urzeiten von zahlreichen Pokémon bevölkert. Es soll hier sogar weitläufiges Weidland und vieles mehr gegeben haben. Die haben es kaputt gemacht. Alles zerstört. Ihr Monster. So, hier müssen wir einfach ein bisschen springen. Es ist ein bisschen aufwendig, ich weiß. Aber, ja, ich glaube, wir müssen hier 3 Runden laufen, bis wir alles haben. Und bevor wir dann jetzt nochmal runterspringen, holen wir uns noch Pokebälle. Weil wir müssen ziemlich, ziemlich viele Pokémon fangen. 26, um genau zu sein. Mein Sohn liebt die Ruinen, die hier ganz in der Nähe liegen. Über alles, wärst du so lieb, um ihm die Pokémon zu zeigen, die dort leben? Ist dein Sohn hier? Wo ist dein Sohn? Lol. Okay. Sie redet über einen Sohn, der nie vorhanden ist in irgendeiner Form. Kaufe Pokebälle. Wir haben ja ziemlich viel Geld gemacht. Und dann zeige ich euch, wo es im nächsten Part weitergeht. Und wie ihr da möglichst effektiv alles macht. Ja, komm, so 60 kann man schon mal kaufen. Nestbälle gibt es mittlerweile auch. Und ich bekomme sogar noch 6 Premierbälle dazu. Krass. So. Ja, Trost ist schon cool. Ich liebe die Gegend hier. Okay, ab geht's in die Ruinen. Hier runterspringen, dann nicht weiter. Wie man da oben hinkommt, zeige ich euch im nächsten Part. Ich kann euch nur zeigen, dass wir hier mit einem System vorgehen müssen. Wir müssen hier lesen. Oben rechts. Unten links. Oben rechts. Oben links. Oben links. Unten links. Das ist die Wegbeschreibung zur Schatzkammer. Brauchen wir nicht. Sprühdose Schutz. Wir laufen, glaube ich, immer absichtlich den falschen Weg. Wir gucken mal. Je nachdem gibt es spezielle Pokémon nur in speziellen Kammern, aber eben. Wir gucken mal. Irgendwas ist seltsam an diesen Ruinen. Doch gerade deshalb komme ich so gerne her. Schau nachher mal bei mir zu Hause vorbei, dann gebe ich dir meine Ballkapseln. Die kannst du dann mit Stickern verzieren. Ach, das ist der Sohn? Okay, wieder nichts. Und hier haben wir das erste Pokémon, das hier auftritt. Ich glaube, es ist ein P. Ist es ein P oder ist es ein F? Das ist halt immer die Frage, ist es ein P oder ist es ein F? Wir werfen mal einen Pokéball drauf. Ich glaube, das Ding sollte drin sein.
Also Inkognitos sind halt... Ich weiß nicht. Wir werden jetzt auch wieder ziemlich extrem leveln. Ich glaube, hier entwickelt sich dann Luxio. Wunderbar. Wenn man davon redet. Schon ab Level 30 hätte ich nicht gedacht, tatsächlich. Ich habe gedacht, es entwickelt sich erst ab Level 36 oder so. Aber wir haben ein Pokémon, das ist jetzt mittlerweile schon so ultra stark. Puh. Glückwunsch, dein Luxio hat sich zu einem Luxtra entwickelt. Dank seiner Augen, mit denen es durch alles hindurchsehen kann, findet es auch Beute, die sich hinter etwas versteckt hat. Krass. Und für Inkognito. Sie ähneln der Schrift antiker Kulturen. Ob zuerst die Schriftzeichen oder die Inkognito existieren, ist eines der größten Rätsel unserer Zeit. Ab in die Box. Die werde ich dann offscreen alle fangen. Ich hoffe, es ist verständlich und nachvollziehbar. Aber hier geht es wahrscheinlich weiter. Unten links. Jo, hier geht's weiter. Das heißt, wir gehen noch kurz nach unten rechts. Hier ist auch kein Item drin. Und dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part hier weiter. Wir haben ziemlich viel erreicht in dem Part. Tschüss und bis bald.